Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Wir waren das letzte Mal hier auf dem Meeresboden und ich werde euch das nächste Mal diese Goombas zeigen, die immer von oben herabgehüpft sind. Ups, sorry, meine Maus war im Bild. Aber ich werde jetzt erstmal mit der Hauptstory weitermachen. Es bleibt noch viel Zeit, alles zu machen. So, auf geht's, auf geht's. Währenddessen an der Grenze. Oh, oh, oh. Hallo, Bowser. Oh, shit. Lugmilala. Ist der hier recht echt? Jeder wäre mir recht, nur mach schnell. Oh nein, nein. Bowser. Na super. Große Klasse. Surferparadies. Okay, wir sind, glaube ich, gearscht. Joho, der schon wieder. Zum Gruß. Ich habe euch lange gesucht. Man hört, ihr seid in Schwierigkeiten. Ja, kann man sagen. Genau, die Sternbohne ist in vier Teile zersplittert und die Teile liegen verstreut über das ganze Land. Let's go! Was? Ihr helft mir, die Fragmente der Sternbohne zu suchen? Natürlich würde mich das sehr erfreuen, doch lieber wäre es mir, ihr beiden würdet euch geschwind zum Flughafen Bodenland aufmachen. Warum zum Flughafen? Ihr müsst wissen, die liebliche Prinzessin Peach beehrt unser bohnenreiches Land. Oh, nee. Wow. Der Besuch ihrer Lieblichkeit, der süßen Prinzessin, ist für unser Land von extrem hoher Bedeutung. Sag mal, kann es sein, dass der in die verknallt ist? Deshalb seid ihr gebeten, als Ehrengarde am Empfang für Prinzessin Peach teilzunehmen. Ey, so als ob wir nicht aus dem Pilzkönigreich gerade kommen würden und Peach schon länger kennen als ihn. Nein, er behandelt uns so, als wären wir seine Handlanger und würden schon immer im Bodenland leben. Strange. Begebt euch also sofort zum Flughafen Bodenland. Na gut. Übrigens, den Flughafen Bodenland findet ihr südlich von Bodenburg. Auch ich begebe mich dorthin. Wir treffen uns, sobald ihr kommt. Ja, aber zuerst werde ich mal in die Stadt zurückgehen und mal neuen Kaffee ausprobieren. Oh, das tat weh. Ach ja, genau, ich kann euch jetzt mal die Hand zeigen. Bumm, ouch. Lass mich. Der schafft es immer wieder. So, man muss einfach, wenn die Kugel, beziehungsweise, ja, wenn der Kugelblitz auch ganz groß ist, erst den Knopf drücken. Also nicht gedrückt lassen, sondern erst Knopf drücken, wenn, ja, wenn es ganz groß ist. So, gehen wir erst einmal in den Itemladen und schauen mal, was es so Neues gibt. Ah, okay, es gibt nichts Neues. Nix. So, dann gehen wir auch mal eben in den Klamotten-Shop, weil ich glaube, da gibt's was Neues. Man, ich muss jetzt mal gucken. Oh, ich habe 28 Grinsebohnen. Dann mache ich mal gleich einen Grinsebohnensaft. Was gibt's denn? Herzjeans. Schirmhose. Zeitlich begrenzt bessere Verteidigung. Okay, gibt nichts Neues. Gibt's neue Bohnen? Preisgünstig und haltbar kaufen. Hm.
Ich kaufe den Bunja-Orden. Der ist gut. Nur gucken ist umsonst, ich weiß. Deswegen gehe ich jetzt auch gleich hier raus. Und auf in das Sternbohnencafé. Aber klar, dann zeig mir, was ich für Bohnen habe. Was willst du trinken? Moment. Nein. Ich nehme den Grinsebohnensaft. Habe ich zwar nur noch drei, aber es gibt genug in Bohnenland. Oh, schön rot. Bitteschön, ein Grinsebohnensaft. Yeah. Ich glaube, einen Gumba Colada habe ich schon gemacht. Muss ich gucken. Schon wieder. Was für ein gar köstlicher Duft. Oh, der Herr Professor Igitt. Was für ein Timing. Wir haben gerade einen neuen Saft gemischt. Oh, yeah. Mit Timing hat das gar nichts zu tun. Dieser köstliche Duft hat mich über Berge, Täler und Meere bis hierher gelockt. Was hat der Kerl für eine Nase? Aber jetzt wollen wir erst einmal einen Schluck von diesem neuen Saft probieren. Nom, 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 nom. Und? Schmeckt's? Puh! Dieser Saft wird garantiert ein Hit. Gut gemacht. Nehmt das zum Dank. Es ist eine meiner kleinen Erfindungen. Vielleicht wird sie euch ja nützlich sein. Den Bonusring. Oh je. Aber irgendwie fühle ich mich nicht ganz so im Moment. Vielleicht liegt es ja an dem Saft. Das meinen die Leute, wenn sie sagen, kein Genuss ohne Reue. Hast du nicht einfach etwas zu viel getrunken? Wo kann ich denn mal schnell für kleine Professoren? Chef, in diesem Café gibt es keine Toiletten. Luigi? Wo hast du den Schreckweg 0816 her? Luigi, du hast ihn nicht gerade wirklich in den Schreckweg 0816 gesaugt, oder? Sorry, ich war gerade zu sprachlos, um irgendwas zu sagen. Halt, nein, da. XP-Bonus bei Sieg ohne Eigenschaden. Ah, ne. Noch nicht. So, dann mach ich mal mit der Hauptquest weiter, würde ich sagen. Ich kann ja noch nicht so viel nebenbei machen, außer Monster klopfen. Deswegen gehen wir weiter. Nein, 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 nein. Oh. Alles klar, let's go. Wir müssen Richtung Lach. Dings Blubs, glaub ich. Nein, ich muss rüber. Genau. Oder? Ah, oh, Karte. Ich muss nach links. Hey, Leo, Digga. Gut, dann gehe ich nach links. Okay. Let's go! Oh. Immer diese Viecher, die mich total nerven. Ich meine, ich krieg nur 4 Erfahrungen von denen. Okay, 18. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier geht's lang. Ach ja, genau, hier war dieser Modefreak. Okay, hier kann ich nicht hin. Sterbt, ihr Parabinis, ihr habt Luigi gestunt. Das geht so nicht. Da, internationaler Flughafen. Aha. So, Luigi kann mal gleich seine Sachen hier austesten. Und plötzlich erscheint da eine Brücke. Ah, da ist ein Speicherbuch. Ich gehe erstmal hier hin. Natürlich kann ich da nicht hin, weil da riesige Steine im Weg sind.
Ich hasse diese Boxen. Okay, dann speichere ich mal. Flughafen Bohnenland Eingang. Man hört aus dem Pilzkönigreich, kommt ein super prominenter VIP zu Besuch. Ich werde ein Beweisfoto machen, diese Info dem Informanten für einen Wucherpreis andrehen. Du redest zu schnell. Das Flugzeug von Prinzessin Peach kommt wohl ein wenig später an. Wieso kommt Prinzessin Peach wohl nach Bodenland? Freue mich allerdings auch. Bohnen Air hat den Flugverkehr zurzeit wegen Wartungsarbeiten eingestellt. Es ist nicht gestattet, Witzwein mit an Bord zu nehmen. Wir bitten um Verständnis. Die Leute könnten sich sonst totlachen. Mario, Hilde Bohne! Verlangt nach euch. Mario, Luigi. Scheiße. Bah. Kommt bitte mit zur Landebahn. Einfach mir nach. Na gut. Ah, Mario und Luigi. Mamela ist sehr erfreut über eure Taten in der Lachhochschule. Aber es hat sich ein kleines Problem mit dem Empfang von Prinzessin Peach ergeben. Auf der Landebahn wachsen Piranha-Pflanzen, deshalb kann man dort nicht landen. Mario hat gerade mit der Stimme von Luigi gesprochen. Right. Was macht Luigi da? Was? Wie? Die Pflege wurde vernachlässigt. Das sieht so komisch aus. Dafür war aber auch keine Zeit wegen dem Lumila-Problem. Ja, Luigi, trink erstmal eine Tasse Tee, dann wird schon alles wieder gut. Zunächst einmal muss ja was mit den Piranha-Pflanzen geschehen. Denkt daran auch, das tut ihr für die süße Prinzessin Peach. Also los, Mario, Luigi, zeig diesem grünen Sondermüll den Weg in die Tonne. Na gut. Ich weiß genau, wie das geht, natürlich. Und zwar muss man Hilde Bohner, lass den fetten Mario vorbei. Man muss die Dinger mit Wasser besprühen und dann mit Donner die so sehr schocken, dass die Wurzeln, ja genau, bei diesem riesigen Ei weggehen. Und noch hier. Ich habe sehr lange gebraucht damals, um das herauszufinden. Aber ich meine, das ist auch nicht leicht herauszufinden, wie man das machen soll. So, Grinsebohnen. Massig Grinsebohnen. Hier ist noch ein Speicherbuch. So. Um. Die nächste wäre auch weg. Aha. Ist sie auch noch? Ja. Man will ja nichts übersehen hier. Okay. Rennen wir erstmal durch. Hier ist nichts mehr. Aha, hier sind noch zwei. Wenn man die einfach angreifen würde, also die kann man auch angreifen und ein paar Erfahrungspunkte sammeln, das mache ich jetzt ja aber nicht, dann würden die wieder nachwachsen. Ach, Luigi. Hier ist noch eine Zuspielbox, die werde ich jetzt noch nicht nehmen. Ah, da ist der Kerl, der uns das erklärt. Genau, die sind nämlich allergisch auf Donner. Dönerblitz. Ich mache erstmal die hier. So, einen schönen elektrischen Schlag für die nächste Pflanze. Ich sehe auch schon, ich muss mich mal beeilen. Ich muss gleich das Video beenden. So, let's go. Werde fett, Mario.
So, dala. Die letzte wäre jetzt auch weg. Und damit hätten wir das Ding. Einer der blödesten Bosse in Mario Luigi Superstar Saga. Deswegen werde ich jetzt auch speichern und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.